Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute reagieren wir mal auf die 10 peinlichsten Videos im Internet, weil auf YouTube gibt es klar schon eine Menge cooles Zeugs und dann gibt es da aber leider auch noch eine Menge Cringe und da gibt es ja auch noch. Das erste Video stammt von Bros Movies und sie macht ein Liebeslied an Justin Bieber. Hören wir doch mal rein. Herren, wir singen jetzt über Justin Bieber, so das unbeschreiblichste Video meines ganzen Lebens. Ja, das Und bezweifle ich ein wenn das Video bisschen. so genießen, das Video wird unbeschreiblich schön. Viel Spaß. Nein, bitte, nein. Justin Bieber, du bist sexy, geil und süß und hammergeil. Deine Stimme ist der Wahnsinn, deine Freundin ist so süß. Ihr beide passt gut zusammen, Traumpaar ist das Beste. Wir können uns das Lied nicht bis zum Ende anhören, weil ich habe auch keine Ahnung, wie lange jetzt der Scheiß noch weitergehen soll. Machen wir aber weiter mit diesem Girl und ich glaube, dieses Mädchen hat das Ziel, dass die Zuschauer von diesem Video taub werden. Kleiner Spoiler, sie schreit andauernd in diesem Video rum. Keine Ahnung wieso. Ich könnte vielleicht machen, dass es sich ein bisschen besser anhört. Gib mir mal ein paar, gib mir einen kleinen Moment. Jetzt geht's, jetzt passt es auf. Jetzt habe ich das mal ein bisschen einen guten Remix da gemacht. Geh mal Bier holen. Im achten Platz haben wir mal einen Minecraft-Ausraster wegen einem Creeper. Oh ja. Pass auf, das ist ein Creeper. Oh shit, shit, shit. Wo, 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 wo? Da, pass! Ja, zwei, also Zombies, ein Zombie und ein Creeper. Ja, nee. Eins. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bitte, 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 der darf nicht um die Ecke kommen, sonst bin ich tot. Lauf, lauf, lauf zurück, damit ich schnell über die Brücke laufen kann, zurück. Lauf, lauf! Pass auf! Er hat Knossi etwa das Video gemacht. Hört euch auf jeden Fall auch nochmal das Ende vom Video. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie sich eine Moskito beim Verrecken anhört, ja, dann habt ihr euer Ziel erreicht. Auf dem siebten Platz haben wir diesen freshen Typ hier. Eins soll mal klar sein, Alter. Du bist ja entfreit! Wieso bist du aus der Gruppe Berlin rausgegangen, du Pussy? Also man sieht schon, der hat richtig Swag. Also ich hab schon richtig Respekt vor dem. Prostitus Mutter zu beleidigen? Alter! Sogar Echo Fresh ist nicht doof genug, um die Mutter von anderen zu beleidigen. Alter, und Echo hat so ein kleines Gehirn. Also Bushido. Fresse halten oder ich veröffentliche meinen Track. Und ich glaube. Oh Gott, habt ihr das gehört? Er wird einen eigenen Track veröffentlichen. Leute, das ist ernst. Das darf auf keinen Fall passieren. Bitte. Bitte, mach das nicht. Rumstehen, ja? Und außerdem, ich kenne dich nicht persönlich. Ich weiß nicht, ob du ein guter Kerl bist oder ein verficktes kleines Arschloch. Ja, ohne eine klare Meinung über den zu haben, einfach mal einen Diss raushauen. Mir eigentlich egal sein, aber mach nicht noch einmal mein Rap-Idol fertig, ja? Sonst komme ich mit Kumpels vorbei und dann machen wir keine Bastel-Session, Kollege. Das ist keine Friede, Freude, Eierkuchen, wie du so schön sagst. Dann frisst du kein Eier, dann frisst du Baseball-Keulen in die Fresse, Kollege.
Kollege. Hallo erstmal. Ja, jetzt haben wir hier schon wieder das, ich würde es mal sagen, ja, klassische Dating-Video. Ich glaube, viele von euch werden es wahrscheinlich schon kennen, aber schauen wir uns trotzdem mal an. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber ich bin im Moment solo. Ja, leider. Und ich suche eine Freundin. Was? Er sucht eine Freundin? Nein, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist mir egal, Alter 12 bis 16. Okay, der sieht aus wie zwischen 18 und 20. Vielleicht ist er auch 16, aber zwischen 12 und 16. Das ist schon ein bisschen speziell. Lell. Versucht er da gerade Udo Lindenberg zu dissen? Und so Detektive, die Hüte tief im Gesicht, alle Straßen los, Barrikaden gibt's für uns doch nicht. Du und ich, das war einfach unscheinbar. Das ist ein ganz alter Schlager, ich höre auch so Schlager wie Semino Rossi oder so, oder auch aktuelle, so Ich und Ich, Sido. Genau, Sido macht Schlager, man kennt's. Wohin die Liebe fällt, keiner. Auch hier machen wir mal kurz wieder einen Remix. Keiner löst den. Noch nicht so gut, also ich kann ihn eigentlich gar nicht, aber ich kann es ja mal machen. Ja, hallo erstmal. Leute, jetzt hat aber noch etwas richtig gefehlt, wo einer einen anderen so richtig per Video disst. So, wenn ihr, falls ihr darauf gewartet habt, dann, ja. Dass es demnächst mehr Videos gibt von mir, meinen Freunden, meinem Schatzi, weil ich seit kurzem vergeben bin. Und ich wollte noch was sagen. Ich bin stolzer Tokyo Hotel Fan. Und nur wenn ihr meint, also die Tokyo Hotel Hasse, ihr müsst uns Tokyo Hotel Fans fertig machen. Das packt ihr eh nicht. Also, hört doch einfach auf. Ihr seid eh nur. Also ich muss auch wieder sagen, vor der habe ich auch schon richtig Respekt. Also, was die so sagt, also das geht einem schon richtig nah. Also, das ist echt krass. Also, die disst einen richtig in den Boden. Tokyo Hotel. Und wenn ihr meint, ihr müsstet uns fertig machen, machen wir mal euch richtig fertig, ja? Also haltet lieber eure Maul und macht nicht immer so, ja, guck mal, wie doof die sind und die sind ja auch schwul und so. Die sind echt schwul, ja? Wenn ihr meint, die werden schwul, dann seid ihr selber schwul oder was auch immer. Mir ist das scheißegal, aber lasst einfach Tokyo Hotel in Ruhe und lasst die Tokyo Hotel Fans vor allem in Ruhe. So. Aber Leute, schaut doch mal. Gay! Gay! Bei uns auf der Schule werden wir manchmal auch dumm angemacht, wenn wir Tokyo Hotel Fans sind. Und was mache ich? Das ist scheiß drauf, das ist mir scheißegal. Weil außerdem, ey, ich bin Tokyo Hotel Fan, ja? Und ich stehe dazu. Also ich finde, sie hätte jetzt nicht so ausrasten müssen. Man sieht schon beim nächsten im Hintergrund South Park Poster. Na, schauen wir mal rein. Yes. One bonus content. In the actual game. So that's pretty cool. And it's partly written. Wow, also ich muss sagen, der zeigt auf jeden Fall die DVD. Auf jeden Fall sehr gut. Also ich finde auf jeden Fall, man sieht gerade auch sehr viel. Und der hat sie jetzt nicht einfach nur so kurz da in die Kamera gehalten. Nee, also ich finde es sehr gut. Ist auf jeden Fall ein tolles Video. Anna, de Tron, Xbox 360, de la NA. My French sucks, I don't care, I don't like learning the damn language. Das ist ja wirklich sehr spannend.
Emos machen auch YouTube-Videos und ja, das ist auf jeden Fall bestimmt auch wieder ein sehr tolles Video. Wir sind nur ICQ und ich suche einen süßen Emo-Boy und eine Freundin für mich, also eine ganz, ganz gute Freundin für mich, weil ich habe gar keine Freundinnen und ich möchte sehr gerne eine Freundin haben und naja, ich finde sehr schlecht Freundinnen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich möchte sehr gerne eine sehr, sehr gute Freundin haben. Ich kann dir zwar keine Freunde geben, aber dafür einen guten Rat. Verklag dein Friseur! Ja, und das Ende ist auf jeden Fall auch überhaupt nicht gruselig. Sehr gute Freundin haben. Am besten wäre es, wenn sie auch Emo wäre. Also, bitte, bitte meldet euch. Knuff. Naja, und Jungs? Also, ist so ein Freund. Für mich und naja, sollte am besten ein Emo sein oder ein Bollo. Oh, das hast du ja noch gar nicht gesagt, dass der auch ein Emo sein soll. Auf jeden Fall auch nochmal das Ende. Also 14 bis so, sagen wir mal, 18 Jahre alt. In der Nähe von Krefeld wohnen oder noch besser in Krefeld. Ich würde am besten auch gleich direkt noch sagen, wie deine Adresse lautet, ne? Da können die gleich direkt bei dir zu Hause kommen. Oder sag doch noch deine Telefonnummer, dann können die am besten auch noch bei dir anrufen. Wäre toll. Haha. Ich hab ganz, ganz, ganz dolle lieb. Und bitte, bitte meldet euch bei mir. Bin ganz brav. Ja, schön, dann habe ich in meinem Leben auf jeden Fall schon mal einen Horrorfilm gesehen. Dann habe ich jetzt hier auch noch das klassische Video. Ich sag's nicht noch einmal! Los! Finde ich tatsächlich, sein Kopf sieht aus wie der, wie so, als wäre der mal irgendwie in eine Metallpresse gefallen. Don't have souls, okay? I like it doesn't, but it does really bad. Teachers have souls! I go to church, I'm a Christian! Also, sorry, aber mit so einer Gesichtsform kann ich doch keiner ernst nehmen. Und auch beim nächsten sieht man noch professionelle Handarbeit. An der Stelle würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao und abonniert diesen Kanal, wenn euch meine Videos gefallen und liked das Video, wenn euch das Video gefallen hat und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.